der Vierte, König von Böhmen und Kaiser des Heiligen Römischen Reiches, herrschte lange und erfolgreich. Das Reich, das er von Prag aus regierte, dehnte sich aus und erlebte Frieden und Wohlstand. Als der Herrscher starb, verfiel das ganze Reich in Trauer. Mehr als 7000 Menschen erwiesen ihm die letzte Ehre. Der rechtmäßige Thronerbe des florierenden Reiches war Karls Sohn, Wenzel der Vierte, dessen Vater ihn sein Leben lang darauf vorbereitet hatte. Aber Wenzel war nicht nach seinem Vater geraten. Er vernachlässigte seine Pflichten für frivolere Beschäftigungen. Er verabsäumte es sogar, bei seiner eigenen Krönung zu erscheinen, womit er sich beim Papst nicht beliebt machte. Wenzel, der Faule, konnte auch dem Reichsadel nicht imponieren. Die Probleme mehrten sich, bis sich die Adligen, entnervt von der Untätigkeit ihres Herrschers, an seinen Halbbruder wandten, König Sigismund von Ungarn. Sigismund entschied sich für eine radikale Lösung. Er entführte den König, um ihn zum Abdanken zu zwingen, und nutzte die darauffolgenden Unruhen zu seinem Vorteil, um noch mehr Macht zu erlangen. Er marschierte mit einer riesigen Streitmacht in Böhmen ein und fiel über die Ländereien der Verbündeten des Königs her. Und hier beginnt meine Geschichte. Ja, und so beginnt auch meine Geschichte. Herzlich willkommen zu Kingdom Come Deliverance. Das Spiel ist erst gerade rausgekommen. Ich spiele es wirklich heute gerade am 13. Februar. Ich habe es erst gerade runtergeladen und ich habe gefunden, ich schaue da mal rein. Und ich mache auch ein Video drüber, weil ich bin sowieso gerade in einem extremen Mittelalter-Hype. Und als ich gehört habe, dass dieses Spiel rauskommt, war es tatsächlich erst vor einer Woche geschah. Habe ich gefunden, ja komm, warum nicht? Und ich weiß noch nicht, wie lange, dass ich es spielen werde, ob ich es überhaupt durchspielen werde, aber es hat mich in den Trailern schon extrem, wie soll man sagen, angefickt. Weil ich bin sowieso gerade voll Mittelalter drin. Ich spiele auch gerade privat Life is Feudal, Your Own und baue mir da meine eine kleine Siedlung. Und ich bin jetzt hier und würde jetzt gerne mal schauen, was passiert. Ich habe noch gar nicht reingeschaut, gameplaymäßig. Ich habe war nur kurz vorhin hier im Menü, um alles einzustellen, das Spiel etwas lauter zu machen, die Sprache einzustellen. Aber dann würde ich sagen, dann machen wir direkt ein neues Spiel. Und schauen, was passiert. Das ist mein Ladebildschirm. Das frühe 15. Jahrhundert war für das Heilige Römische Reich, welches unter Herrschaft seines verblichenen Königs Karls gefunden aufgeblüht war, eine Zeit des Aufruhrs. Karls und Wenzel der Faule saß nur auf dem böhmischen Thron. Oh, ich bin zu langsam. Ich bin zu langsam zum Lesen. Okay, dann lassen wir das. Oh, wow. Haha. Dann wollen wir mal hoffen, dass das auch Gameplay ist, aber wahrscheinlich nicht. Das wäre ja zu schön, um wahr zu sein. Wow. Silver Skalitz, 1403. Ja, herrlich, wie das aussieht. Kingdom Come Deliverance. So. 1403. Also im 15. Jahrhundert. Anfang des 15. Jahrhunderts. Oh, da werde ich garantiert vorbeigehen. Minen sind immer meins. Sehr schön.
Heute ist es wirklich sehr heiß, oder? Aha, offensichtlich sind wir im Sommer. Hier im wunderschönen Böhmen. Mein fleißiger Gatte, wie kommst du voran? Gut, ich sollte es heute fertig kriegen. Wo steckt eigentlich Heinrich? Er muss etwas für mich erledigen. Er hat noch geschlafen, als ich los bin. Zu dieser Stunde? Blaublütiger Faulpelz. Nun, wie es aussieht, war er die ganze Nacht unterwegs. Und hat gesoffen wie ein Lord. Dann weck diesen Müßiggänger mal auf. Ein Klaps auf die Rübe sollte genügen. Mhm. Blaublütig? Sind wir adelig? Das wäre schon mal ein sehr großer Vorteil in diesem Zeitalter. Und tatsächlich, wir pennen noch. Ganz im Heinrich, Ernst. Jetzt komm, steh auf. Es gibt viel zu tun. Mutter. Wenn du nicht gleich aufstehst, schmeiß ich dich aus dem Bett, du Schlafmütze. Hast du gehört? Lege es lieber nicht darauf an. Nun steh endlich auf, dein Frühstück ist bereits auf dem Tisch. Moment, was ist das? Hast du dich wieder... Oh, Heinrich! Wie oft haben wir schon über deine Raufereien geredet? Ach komm, das ist nichts. Ist bloß ein Kratzer. Du hast wieder mit dem Schwert gekämpft, oder? Etwa nicht? Du solltest lieber beten, dass dein Vater nichts davon erfährt. Du weißt doch ganz genau, was er davon hält, Heinrich. Keine Sorge, das war es nicht. Ich hab mich bloß gekratzt, Ehrenwort. Hm, na gut. Aber komm nur nicht heulend bei mir angekrochen, wenn du dich mal richtig verletzt. Und jetzt steh auf, du Schlaumeier. So. Ah, unerwarteter Besuch, der erste Quest. Das Spiel kommt ja direkt zur Sache. Was in Gottes Namen hast du letzte Nacht getrieben? Trifft erstens zwei Ausnahmsmöglichkeiten. In diesem Dialog legst du die vorgegebenen Eigenschaften deines Charakters fest. Oh, ah, Charakterbuilding. Keine Sorge, falls du nicht zufrieden bist, alle Eigenschaften können ohne Einschränkungen weiterentwickelt werden. Okay, wir unterhielten uns in der Schenke für Redekunst. Ich war beim Reigen. Agilität, was ist Reigen? Ich war bei Bianca. Ich arbeitete in der Schmiede. In der Schmiede arbeitete er garantiert nichts, wie er getrunken hat. Das muss ich aber nur feststellen. Wo ist meine Maus? Nicht viel. Oh. Die Jungs Shit. Und ich haben uns bloß in der Schenke. Okay, ich habe Redekunst geskillt, weil irgendwie meine Maus nicht funktioniert hat. Hoffentlich hat er dir keinen Floh ins Ohr gesetzt. Mich beschleicht das Gefühl, dass du mir etwas verheimlichst. Und das ist etwas, nein. Auf deiner Hand und diesem zwielichtigen Kerl mit dem Schwert zu tun hat, der kürzlich hier auftauchte. So, okay, mit dem Pfeiltasten kann ich machen. Matthias zeigte mir das Bogenschießen, ich war bei Bianca schon wieder und wenn schon Stärke. Also wir haben jetzt Redekunst geskillt, das ist schon mal schade. Aber da ich denken werde, dass wir kämpfen werden, dann werde ich mal, wobei ich bin eigentlich eher der Bogenschütze. Haha, Agilität oder Stärke? Das ist eine gute Frage. Wenn Sie sagen, dass man alles sowieso trainieren kann, dann hätte ich jetzt eigentlich Agilität nehmen. Matthias zeigte mir bloß das Bogenschießen. Bogenschießen? Willst du ein Wilderer werden? Weißt du, was die Strafe dafür ist? Und woher hast du eigentlich einen Bogen? Ach komm schon. Ich habe nicht vor zu wildern. Es war bloß Spaß. Oh Gott, steh mir bei. Mach bloß keine Dummheiten, um Himmels Willen. Versprochen? Versprochen. Geh zu deinem Vater. Warte, meine Freunde hier, ich habe Hunger, ist Vater wütend auf mich, brauchst du Hilfe? Ja, das gehen wir mal durch. Hast du Fritz noch mehr gesehen? Schwertkampftraining, ja genau. Nicht untergekommen. Sie sollten nicht schwer zu finden sein. Bestimmt lungern sie wieder im Wirtshaus herum. Ich will nicht darüber reden, sie sind keine Saufbolde, du tust ihnen Unrecht. Das sind meine Kumpels, hallo? Ach, wirklich? Bist du gestern Nacht gewesen? Ich war bei Bianca natürlich. Du
meinst in Biancas Wirtshaus, richtig? Und wer war mit dir dort? Nein, lass mich raten. Matthäus und Fritz. Naja, wenigstens warst du bei Bianca. Du solltest an ihr festhalten. Sie ist ein schlaues Mädchen. Und lade sie einmal zum Essen ein. Dein Vater ist von ihr angetan. Natürlich ist er das. Er glaubt, dass sie ihr das Geheimnis des Bierbrauens. Das will jeder. Da hast du wohl recht. Man sollte meinen, er will auf seine alten Tage noch Brauer werden. Aber so ist er, dein Vater. Wenigstens interessiert er sich für etwas, im Gegensatz zu euch. Ihr habt nur Unfug im Kopf. Wenn Fritz und Matthäus so weitermachen, baumeln sie eines Tages am Galgen, das kann ich dir sagen. Darauf entgegne ich gar nichts und sage nur, dass ich Hunger habe. Was zu essen haben? Ich habe etwas auf dem Tisch stehen lassen. Bedien dich. Aha, sehr einfach. Jetzt. Weil ich so lange geschlafen habe? Allzu glücklich ist er nicht. Gestern hast du versprochen, ihm mit Herrn Ratzigs Schwert zu helfen. Er ist nicht mehr der Jüngste und seine Gelenke setzen ihm zu. Er ist zu stolz, um zu klagen, aber er braucht deine Hilfe, Heinrich. Ich weiß. Keine Sorge, Mutter. Natürlich helfe ich ihm. Gut. Wie es sich gehört. Er meint, dass seine Knie schmerzen, wenn ein Sturm aufzieht. Ich hoffe, er irrt sich diesmal. Es scheint ein so schöner Tag zu werden. So, und weil wir ein guter Junge sind, fragen wir noch um Hilfe. Du bist ein guter Junge, aber haha. Dein Vater braucht allerdings Hilfe. Gut, dann vergehen wir dem Vater helfen. Mal gucken, was er für uns zu tun hat. Okay, wow. Wow. Springen, Leertaste. Gehen, Feststelltaste. Endlich mal ein Spiel, die das direkt implementieren und die sagen am Anfang, dass man einfach so laufen kann. Sehr schön. Okay, sie haben mir was auf den Tisch stehen lassen. Käse. Geh aufheben. Nehmen wir doch 2 Stück Käse mit. Sehr gut. Und damit habe ich gefrühstückt mit 2 Stück Käse. Nicht mal was zu trinken? Kein Kaffee? Ach ja, stimmt. Moment. Kaffee gab es, glaube ich, noch nicht. Oh, oh. Warte mal. Aus dem Topf essen. Okay. Dann in dem Fall sind wir gespiesen. Gegenstand kochen, Feuer entfachen. Okay, das sieht man. Da ist schon sehr viel im Spiel drin. Kann ich hier auch... Okay, sehr gemütlich sieht dieses Bett nicht aus. Habe ich hier geschlafen? Ich weiß es nicht. Ach, hier! Oh, cool! Die Äpfel nehmen wir mal mit. Jetzt mal mit einer Animation. Nicht schlecht. Stopfe einfach mal das Inventar mit Essen zu. Das ist immer, immer gut. Linsensuppe. Ah, die kann ich... Natürlich, ich nehme einfach nur eine Suppe in mein Inventar. Das ist auch sehr realistisch. Gott allmächtiger. Entschuldigung. Tut mir leid. Nein, ich will mich nicht setzen. Ich will diese Äpfel. So. Weißt du was? Einen lass mit der Mutter noch. So. Wie ist das noch schön? Oh, öffnen. Nägel für Theresa. Ringelblumenaufguss und ein Verband. Ach, das war schon alles. Alles nehmen. Ja, nehmen. Ach, lang gedrückt halten das gewesen. Okay. Gut, dann haben wir schon einen Questgegenstand. Okay, Vorhof. Aha. Die Speisekammer. Ach, hier kann ich jetzt aber keine... Doch, öffnen. Jetzt ist Äpfel drin. Oh, ah, mein Inventar. Alte Stiefel, Apfelbrötchen, olivfarbene Beinlinge, ein grünes Hemd. Okay, ich bin ein Grünspan. Truhenschlüssel, Türschlüssel. Okay. Oder Kapuzenschal. Ja, jetzt haben wir hier. Ja, okay, ich glaube, ich lasse das mal. Mit dem Zeugs alles. Aber was? Moment mal, habe ich das jetzt gerade richtig gelesen? Schlossknacken. Du hast keinen Dietrich, okay. Ich habe doch jetzt hier gerade. Stehlen? Das ist doch mein eigenes Haus. Warum soll ich meine. Ernsthaft? Nee, das lasse ich bleiben. Noch kein Dieb. Also doch, ich bin's schon, aber ich will doch meine Familie nicht bestellen. Jetzt noch ein Brot.
Und Käse. Das steht jetzt hier einfach so rum. Das kann ich hier einfach mitnehmen. Was haben wir hier? Ah, Karotten. Ja, Rüben. Kartoffeln gab es wahrscheinlich noch keine, ja. Wir sind ja hier noch nicht im Seefahrerzeitalter. Das heißt, die Kartoffeln gibt es gar noch nicht in unseren Landen. Ach, ist das schön. Das sieht tatsächlich sehr gut aus. Und hier habe ich wieder Kochstelle. Überall was zu essen. Ach geil, Weidenkorb. Ja, gut. Jetzt erstmal hier rumgucken. Jetzt Fässer, die kann ich nicht öffnen. Schade, schade, Schokolade. Ach, das ist ja richtig geil, ey. So, wo ist mein Vater? Jetzt ein A und ein B. Ich nehme ja mal an, A ist mein. Du hast entdeckt Schleifstein. Habe ich einen Schleifstein entdeckt? Hier. Bei meinem Vater. Okay. Mein Vater ist offensichtlich Schmied. Und wir wohnen auf der Burg. Das ist schon mal sehr angenehm. Also zumindest in der Vorburg. So, Vater, was hast du zu sagen? Um unserem Quest nachzukommen. Erstmal ein Ladebildschirm. Was ist los mit dir, Heinrich? Hast du mich nicht rufen hören? Oh. Der ist nicht so erfreut, aber manchmal benötigst du Überzeugungskraft, um deine Ziele zu erreichen. Wenn du mit Menschen sprichst, hast du oft die Wahl, welchen Eindruck du bei ihnen hinterlassen willst. Reden spielt jedoch deinen Ruf, denn bei dem Gespräch keine Rolle. Das der soziale Status höchstens bedeutsam. Die Qualität deiner Gewandung und deine Körperpflege haben im Zusammenspiel mit deinem Ruf enormen Einfluss darauf, wie Menschen auf dich reagieren. Okay. So, wenn ich hier wie ein größter Bauern dahin komme, dann werden auch die Leute so mit mir reden. Siehst du gefährlich aus, fürchten die Leute sich davor, dich zu verärgern. Sie sind eher gewillt, dir gefährliche Aufgaben zu übertragen. Dabei spielen vornehmlich deine Stärke und deine abschreckende Effekt deiner Waffe und deiner Rüstung eine Rolle, aber auch andere Aspekte wie beispielsweise Blutflecken auf deiner Kleidung. Ach echt? Das ist ja richtig geil. Manchmal kannst du Geld für dich sprechen lassen. Du musst dich jedoch mit dem Gegenüber auf eine überzeugende Summe einigen. Bestechung funktioniert genau wie Handeln. Handeln und Feilschen. In speziellen Fällen kannst du auch bestimmte Fertigkeiten von Heinrich einbringen, zum Beispiel die Fertigkeit Reiten. Ach, sehr schön. Nicht nur die Art und Weise ist beim Überzeugen wichtig, sondern auch die Wahl der richtigen Dialogoption. Manchmal reicht es nicht einfach nur nach den höchsten Eigenschaften zu gehen. Du musst wirklich lesen, was Heinrich sagen wird. Okay. Noch eine zweite Seite. Unterschiedliche Ansätze fürchte ich bei unterschiedlichen Leuten. Einen zähen Raufbold schichtest du nicht so leicht ein und ebenso schwer ist es, einen Adeligen mit schicker Kleidung zu beeindrucken. Das liegt daran, dass Heinrichs Fertigkeiten mit denen seines Gegenübers verglichen werden. Die Werte der verschiedenen Fertigkeiten findest du in den entsprechenden Symbolen. Du kannst stets deine eigenen Fertigkeiten sehen. Deine Fertigkeiten deines Gegenübers sind für dich nie nur sichtbar, wenn du jemanden gut kennst oder Menschen gut einschätzen kannst. Spezialisierung Empathie. Es geht nicht nur um Werte. Der Ausgang einer Situation auch von anderen Faktoren beeinflusst, zum Beispiel deinem Ruf oder ob du blutest, ob du schmutzig bist. Bist du etwa der flinken Zunge eines Händlers beim Verhandeln nicht gewachsen, kannst du ihn erst leicht vergiften, weil er dann einfacher zu überzeugen ist. Ein Wächter ist leichter einzuschüchtern, wenn du ihn von seinen Kameraden weggelockt hast. Okay.
Die Höhe deines Rufs bei einem Gegenüber ist 27. Der gesamte Redekunst bei 3 Charisma 7. Gesamte Stärke. Okay, das ist bei mir und beim anderen ausgeschlossen. Okay. Ich müsste das erledigen. Ich habe gerade einen Ruf von 100. Ich nehme an, das ist voll. Reden 7-2. Verzeih mir. Ich wollte mich etwas umsehen. Ich lasse mir nichts befehlen. Nein, nein, das ist mein Vater. Hallo. Verzeih. Ich musste mich um etwas kümmern. Naja, ist nicht so tragisch. Ah, oh, sehr gut. Sei es drum. Wir haben viel zu tun. Ich stelle das Schwert für Herrn Ratzig fertig und brauche deine Hilfe. Wobei, mir geht die Holzkohle aus, also lauf zum Markt und kauf einen Sack vom Köhler. Dann brauche ich etwas Geld. Das ist die andere Sache. Kunesch schuldet mir Geld für eine Axt, einen Hammer und die Nägel, die ich ihm vor einem Monat verkauft habe. Unter anderem. Sag ihm, er soll zumindest für das Werkzeug bezahlen und dann kauf mit dem Geld die Kohle. Kunesch? Dieser Suffkopf? Das wird ein Spaß. Du bist jetzt ein großer Junge. Ich bin mir sicher, du schaffst das. Wenn nicht, sag ihm, dass ich ihm die Nägel sonst mit dem Hammer in den Arsch treiben werde. Ist das alles? Nicht ganz. Der Kämmerer in der Burg hat die Parierstange für Herrn Ratzigs Schwert, die ich in Sasau gravieren ließ. Ich soll sie abholen? In Ordnung. Geld, Kohle, Parierstange. Verstanden. Und Bier? Mach auf dem Rückweg bei der Schenke Halt. Ich weiß ohnehin, dass du dein Mädel besuchen wirst. Aber sieh zu, dass das Bier noch frisch und kellerkalt ist, wenn du zurückkommst. Sie heißt Bianca. Genau. Also sieh zu, dass Bianca es frisch zapft. Und jetzt beeil dich, die Arbeit wartet nicht. Okay, nicht schlecht. Also, hier werden wir direkt zugeballert mit Arbeiten. Also, Marktsackkohle, Kunes Schulden einholen, das muss ich zuerst machen, die Parierstange in der Burg holen. Okay, das Bier soll frisch sein, das heißt, das mache ich sicher zuletzt. So, jetzt habe ich hier verschiedene Anzeigen. Habe ich eine Karte? Oh ja, ich habe eine Karte. Oh, wow. Ja, ich habe eine Karte. Und was für eine? Holy Macaroni, das wird ein Spaß. Was ist das hier? Scarlets. Ach, geil, sogar mit Wegfindung. Okay, hier habe ich hole die Parierstange in der Burg. Aber das könnte ich gleich direkt machen, weil ich bin ja schon hier oben. Dann haben wir Kunes Schulden eintreiben. Kaufen zur Kohle mit dem Markt. Okay, B kann ich nicht anwählen. Kauf ein Bier im Wirtshaus. Okay, wir gehen jetzt mal... Kann ich das hier markieren? Nein. Okay. Das heißt, wir gehen jetzt mal zur Burg hoch. Mal schauen. Das ist alles First Person, so wie es aussieht. Jetzt komme ich einfach rein. Was zum Teufel? Muss ich mit denen reden? Janik, hallo Janik. Okay, die Ladezeiten sind noch relativ lang. Und mit dir, Heinrich. Wie geht's dir? Vater schickt mich. Wir schmieden Herrn Ratzigs Schwert und der Kämmerer hat die Parierstange. Vater ließ sie in Sasau gravieren. Ja, hier ist sie. Der Kämmerer gab sie uns. Haben Sie angesehen. Hervorragende Arbeit. So was Feines habe ich noch nie erblickt. Kann's kaum erwarten, das Schwert zu sehen. Verpfusch es ja nicht. Wann habe ich jemals etwas verpfuscht? Soll ich anfangen? Ah, sei still und gib das her, sonst reiß ich dir heute Abend den Arsch auf. Alsbald, werter Herr. Okay, wir kommen nicht in die Burg rein. Großartig. Ach, zu schade, dass ich das Schwert nicht behalten kann. Tja, ich muss los, damit wir heute Abend fertig werden. Viel Erfolg. Wir sehen uns später in der Schenke. Auf jeden Fall. Heute geht das Bier vielleicht sogar auf mich. So. Holy Parierstange in der Burg. Sehr schön. Jetzt habe ich hier doch vorhin den Namen gesehen. Das war doch Janik. Die kann ich jetzt nicht mehr anmelden. Okay, aber hier komme ich auch nicht weiter. Die ist einfach eine Allverwandte. Das ist schade. Ja, ich passe schon auf. Ja, wo geht's hier hin? Pass auf, wo du hingehst. Wo geht's hier hin? Oh. Aha, hier ist ein Hinterausgang. Das wird vielleicht später noch interessant. Hier ist nicht viel. Vogelhaus. Schweinestall. So. Einen schönen, wunderbaren Heuschober.
Nicht viel zu holen. Ein dreckiges Pferd. Kann ich aber nichts machen mit. Okay, man kann also nicht überall rein. Und hier geht's in die Stadt runter. Sehr gut. Ach ja, hier komme ich wieder zu meinem Haus. Okay, wunderbar. Dann gehen wir jetzt wieder runter zur Stadt. Alle Informationen über Quests findest du im Questlog J. Für zusätzliche Übersicht werden eine Karte angezeigt. Ja, das haben wir schon gesehen. Dann kommt was ganz oben auf dem Bild. Wer ist? Naja, also vom Kompass sehe ich noch nicht viel. Ach, hier ist auch der Schleifstein. Also wir müssen jetzt hier nach links, um Kunesch Schulden einzutreiben. Der wohnt wahrscheinlich in diesem Haus. Redet ihr auch, dass man es hört? Okay, das ist irgendwie komisch. Ach, jetzt. Welchen König meinst du, Meister Tobias? Den, der in irgendeinem gottverlassenen Kerker hockt? Oder den, der den Schlüssel dazu hat? Okay. Das wahrlich seltsame Zeiten, Havel. Havel? Wo ist deine Rüstung, Havel? Unserem Lehnsherrn Herrn Ratzig diene, kennst du die Antwort? Wohl wahr, aber wohin wird Herr Ratzig das Silber bringen? Wohl kaum nach Kuttenberg, nun da die Bürger dort vor Sigismund das Knie beugen. Zum Glück ist das nicht meine Sorge. Womöglich behält Herr Ratzig es in der Burg, bis diese unglückliche Geschichte ein Ende nimmt. Ich hoffe nur, Sigismund dürstet es nicht auch nach unserem Silber. Oh, das wird es wohl. Aber zurück zum Geschäft. Ich brauche 3 Wagenladungen. Wie ich sehe, arbeiten deine Leute hart. Du bekommst sie morgen. Sollen wir auf den Handel anstoßen? Mit Freuden, mein Guter. Okay. Das ist also der Köhler. Zu dem müssen wir wieder zurückkommen. Hier sehe ich es auch schon. Sackweise Kohle. Ein Köhlersbursche. Helfer des Köhlers. Hallo. Oh. Hätte ich das jetzt nicht tun sollen? Grüß dich. Lass uns handeln. Nein, das will ich noch nicht. Ich habe noch kein Geld. Okay, gut, bei dem muss ich dann in dem Fall das Zeugs holen. Jetzt muss ich aber den Säufer finden. Bist du hier? Kunesch! Hallo, Kunesch! Gott sei mit dir, Kunesch. Was willst denn du? Oh, der ist aber freundlich. Vater schickt mich wegen den Schulden. Vater schickt mich wegen des Geldes, das du ihm für das Werkzeug und die Nägel schuldest. Ich hab nix. Verzieh dich. Oh, nett. Du weißt, versuchen diplomatisch zu bleiben. Wenn er zum Vogt geht, bekommst du Ärger. Also zahl zumindest für die Axt und den Hammer, wenn du schon nicht alles aufbringen kannst. Ich hab nix, du Bastard. Scher dich zum Teufel, sonst zeige ich dir, was für Äxte dein Alter schmiedet. Okay. Das wird jetzt interessant und ich würde sagen, wir haben es auf die gute Art versucht. Mich wohl verhört. Jetzt gehe ich ein bisschen weiter. Es klang beinahe, als hättest du gesagt, ich soll mich zum Teufel scheren. Glaubst du etwa, du könntest stehlen und mir dann auch noch Angst einjagen? Du Hurensohn, wie kannst du es wagen, so mit mir zu reden? Hat dir dein langfingeriger Vater keine Manieren beigebracht? Ich werde dich lehren. Okay. Oh Gott. Schlag, Waffe, stärkerer, langsamer Angriff mit deiner Waffe. Haken, stärkerer, langsamer Fausthieb ins Gesicht. Stich, schneller, schwächerer Angriff mit einer Waffe. Schlag Faust. Fausthieb ins Gesicht. Also ich glaube, mit der Waffe sollte ich noch nicht zuschlagen. Ich will ja mit dem Typen noch was machen. F tritt, wirft seinen Gegner zurück. Tab Ziel fokussieren. Ah, sehr gut. Zielfokus beenden ist Umschalt. Okay. Blocken, gut, deine Waffe hochnehmen. Gegner. Dieser Indikator zeigt an, wie viel Gesundheit dein Gegner noch ungefähr übrig hat. Je schwerer er verwundet, desto langsamer greift er an und reagiert. Naht sein Ende, versucht er möglicherweise zu fliehen oder ergibt sich. Deine Verletzungen. Symbole, die Aufschluss darüber geben, an welcher Stelle du verletzt bist und ob du blutest. Aha. Angriffsrichtung? Ach du Scheiße. Du kannst nicht aus einer ausgegrauten Richtung angreifen. Okay. Ausdauer, das ist der untere Balken, das habe ich mir schon gedacht. Der ist ja rauf und runter gegangen.
Trifft der Angriff deines Gegners deine Rüstung oder blockst du ihn, kostet dies Ausdauer. Sie ist vollständig aufgebraucht, kannst du dich nicht mehr verteidigen und wirst verwundet. Deine Angriffe verbrauchen ebenfalls deine Ausdauer, insbesondere die mit der schweren Waffe. Gesundheit? Ja, natürlich. Schütze dich schlecht, Rüstung unzureichend, werden dich Treffer verwunden. Schwere Wunden führen zu tödlichen Blutungen, wenn du nichts unternimmst. Je schwächer deine Gesundheit ist, desto niedriger ist deine maximale Ausdauer. Aua, was hat er getan? Aua, der Typ ist gut. Ich werde dich treten. Ich werde dich nochmal treten. Komm schon, komm schon. Nicht abhauen, nicht abhauen, nicht abhauen. Oh, jetzt habe ich keine Energie mehr. Oh, oh. Typ ist stark, Alter. Kann ich diesen Angriff aufmachen? Ich will diesen Angriff aufmachen. Ja. Jetzt reicht's mir aber langsam. Oh Gott. Okay, kämpfen ist nicht einfach. Geschieht dir recht, du Lümmel. Ernsthaft? Alter kann auch zur Hölle fahren. Ah. Okay. Das ist jetzt schon mal nicht so gut gegangen. Deine Mengengesundheit legt die zeitlich maximale Menge des Ausdauers fest, weshalb du immer ratsam bist, dich zu heilen. Heinrich halt. Okay. Inventar. Auf I. Ich habe doch vorhin einen Verband mitgenommen. Den kann ich aber nicht brauchen. Anwenden. Okay, den Verband kann ich nicht brauchen. Wahrscheinlich jetzt, um so zu machen. Okay, ich soll mir jetzt die Sachen so wiederholen. Meins. Ist nicht ganz sicher, wird du ganz vielleicht unbemerkt einen Apfel verkaufen, aber wenn du etwas Wertvolles stiehlst, spricht es sich herum und die Händler werden das Diebesgut erkennen. Suche einen möglichst weit entfernten Händler oder jemanden auch, der schon ein Hehler. Hallo Kunisch. Sich waschen. Das ist schon sicher schon mal nicht schlecht. Jetzt bin ich schon mal wieder ein bisschen sauber. Jetzt ist nur die Frage, wo ist der Hammer? Du hast entdeckt, Händler. Ich nehme an, der wohnt in diesem wunderschönen Haus. Ein Pferd. Ein Hammer und Nägel. Da müsste ich wahrscheinlich ins Haus rein, ha? Siehst du es nur, wenn du ein Beispiel im Wäschehäuschen deiner Burg erwischt wirst? Die Leute melden sich schon. Werden die Wachen sofort versuchen, dich festzunehmen. Okay. Moment mal, hier ist doch der Hammer. Hier liegt doch ein Hammer. Oh. Okay. Das soll ich nicht tun. Okay. Ich kann diesen Hammer nicht mitnehmen, also wird es nicht den sein, den ich brauche. So ging es. Okay, sehr viel Sachen von Wert hat der Typ offensichtlich nicht, wa? Das ist nur die Frage, wo ist dieser beschissene Hammer? Oh, Alkunisch. Was willst du? Was? Nein, gar nichts. Ich bin weg. Ja, ja, ich bin draußen. Okay, ich muss später nochmal hierher kommen. Das Problem ist, ich habe jetzt kein Geld. Okay. Shit, jetzt ist er drin. Mal ins Questlog gucken.
Optional geht es dann um, dass wir die Faden optional versuche, die Axt, den Hammer und die Nägel auf andere Weise zurückbekommen. Für die nicht bezahlt. Oder ich finde einen anderen Weg, um an das Geld zu kommen, das der Vater schuldet. Er darf nicht durchkommen. Ein Söldner, der kürzlich in Stalitz aufgetaucht ist, unterweist mich im Schwertkampf. Vater und Mutter dürfen nichts davon erfahren. Aus irgendeinem Grund möchten sie nicht, dass ich lerne, mich zu verteidigen. Gestern habe ich mir jedoch einen üblen Schnitt eingehandelt. Heute sind wir beim Wirtshaus verabredet. Ich muss jedenfalls auf den Markt einen Sack Kohle kaufen, damit wir Herrn Ratzigs Schwert fertigstellen können. Selbstredend soll ich auch Bier für Vater holen. Ich erledige das, seit ich schon groß genug bin, um den Krug zu tragen. Frisch und kühl wie immer, um in der Hitze der Schmiede entgegenzuwirken. Aber ich hole das Bier als letztes, damit es nicht warm wird. Ha, ich hab's doch gewusst. So, Kunisch weigert sich zu zahlen. Ja, das haben wir gerade gelesen. Also, ich muss jetzt versuchen, Kunisch das Geld abzuringen. Oh. Das wollte ich nicht. Ja. Also, Kunisch sieht aus, als könnte er wirklich nicht sehr viel. Hallo. Was ist, wenn du rausgehst? Geh ich rein. Schade, ist einfach nur, dass hier drin etwas dunkel ist. Okay, jetzt muss ich ein bisschen beeilen. Jetzt eine Kiste. Eine verschlossene Truhe. Besorge einen Dietrich von Fritz. Fritz könnte einen haben. Okay, ich muss zu Fritz. Gut, aber der hat ja wirklich überhaupt nichts, Alter, der nicht mal im Bett. Okay. Ah doch. Nein, das ist eine Weide. Okay, gut. Dann muss ich jetzt zu Fritz. Fritz ist in der Schmiede. Nun gut. Wenn ich so auf die Uhr schaue, sage ich allerdings, dass ich hier mal eine Pause mache, einen kleinen Cut. Ich werde das nämlich ein bisschen moderieren. Ich merke gerade, okay, ich bin verletzt und das zeigt sich hier an durch den Bildschirm. Ich hoffe, das wird nicht zu schlecht, wenn ich länger spiele. Weil wenn das Blut dann den ganzen Bildschirm annimmt, dann sehe ich irgendwann einfach nichts mehr. So, nun gut. Ich werde sicher mal noch ein bisschen dranbleiben und hoffe, dass euch das Ganze gefallen wird. Dann auf Wiedersehen. Tschüss.